Herr Hachmeister, frei nach Facebook, what's on your mind these days? Ich bin mir der Sachen, die ich machen will, doch ziemlich sicher. Und das Einzige, was mich etwas beunruhigt, ist der Alarmismus, der im Moment um mich herum grassiert. Von Euro bis Griechenland und wieder zurück. Zu unserem Thema heute in einem Satz, was bedeutet für Sie politische Kommunikation? Im ganz altmodischen Sinne präzise Sprache. Also ich habe immer mehr die Macht und die Kraft der Worte schätzen gelernt im Vergleich zum visuellen und zum reinen Symbol. Was fällt Ihnen zu Stiftung und politische Kommunikation ein? Sie könnten die doch stark unsichere und unprofessionelle Kommunikationsarbeit der großen Parteien aufmischen, indem sie internationale Vergleiche heranziehen und auch moderne Formen der Kommunikation einfach zeigen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Politikern etwas präsentiert und sie wach macht, soweit es überhaupt noch geht.